Hallo alle zusammen. Ich wollte euch ein wenig zeigen, was ich so in den letzten Wochen so nebenbei gemacht habe. Also so gesehen hinter der Kamera. Ich habe ja für euch ja extra Videos aufgenommen und nebenbei habe ich natürlich noch was anderes gemacht, außer so die kleinen Projekte halt auszuarbeiten und halt Videos zu drehen. Als erstes wollte ich halt diesen Hut hier zeigen. Der ist aus einer, ja, wie soll man sagen, so einer sehr besonderen Wolle gehäkelt. Hier sind ganz genau zwei Wollknäuel draufgegangen von dieser Wolle. Und der Umfang, also muss ich mal messen, habe ich noch nicht, liegt so bei 54 cm. Ne? Also der Umfang von dem Hut, zeige ich euch, ne, bei 54 cm. Oder 53, so 53, 54 ungefähr, so circa. Das ist mehr so für ganz kleine Köpfe, also bei Erwachsenen oder halt eben für Kinderköpfe. Gut geeignet, ihr könnt halt so einen Hut für Mädchen häkeln, mit einem Blümchen oder sowas halt, oder auch für einen Jungen, geht auch. Also nehmt einfach neutralere Farben und könnt ihr so einen Hut auch für einen Jungen häkeln. So, wie gesagt, das ist eine etwas besondere Wolle, die ist etwas anders als womit man sonst arbeitet. Das ist ein Papiergarn und der ist extra verarbeitet, dass der auch recht weich ist und sich auch gut häkeln lässt. Da sieht es halt so aus, ich habe das hier. Ich habe von Sophie am Samstag ein Paket zugesandt bekommen, also mit vier Wollknäuel davon. Und die ersten zwei habe ich ja hier verarbeitet, ne? Also in dem Hut. Wenn ich mich nicht irre, gibt es in dem Shop sechs verschiedene Farben davon. Ob es halt noch weitere Farben gibt oder noch was anderes, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall vier bekommen. Und ich werde mit euch auf jeden Fall so einen Hut mithäkeln. Also zeige ich euch auch, wie es geht. Es ist einfach, nicht schwer. Nur wie gesagt, dieses Modell ist hier halt auf Kopfumfang von 54, also 53 bis 54 cm ausgelegt. So, das ist ein Naturgarn. Der ist halt wirklich aus Papier gemacht und extra verarbeitet, dass es halt schön weich ist. Es erinnert so ein bisschen an Geschenkband. Aber das ist um einiges weicher und lässt sich auch wirklich gut häkeln. Und wenn man so auseinander nimmt, das ist wirklich so ganz dünn. Da. Man muss damit aber auch vorsichtig umgehen beim Häkeln. Und weil das, wie soll ich sagen, halt, wenn man da halt zu viel zieht oder zu sehr zieht, sollte man auch bei dem Garn nicht. Man soll damit halt wirklich so ein bisschen fluffig häkeln, damit die Maschen sich auch schön legen. Der würde dann halt auch kaputt gehen. Ich habe mehrfach geschafft beim Häkeln, mit der Häkelnadel hier so dazwischen zu gehen, da, und dann halt ein Loch reinzustechen. Ist nicht schlimm, wenn das passiert, weil das macht nichts, dann nimmt man Häkelnadel wieder raus, legt es halt zusammen und häkelt die Masche und das macht dann nichts. Wenn man diesen Garn hier verhäkelt hat, ist da wirklich sehr, sehr stabil, reißfest, also das kriegt man halt auch nicht mehr gerissen. Und es fühlt sich ja so, wenn es verhäkelt ist, also wenn man so anfasst, fühlt sich das so wie so ein ganz weiches Papier. So ähnlich wie Seidenpapier fühlt sich das an. Ja, so in die Richtung. Und wenn man das verhäkelt, fühlt sich das ganz anders an. Das fühlt sich so ein bisschen gummiartig an. Also das ist halt, das ist auch hier, also man kann das auch wirklich ziehen, da. Ne, ziehen und zehren, und aber das kriegt hier wirklich nicht gerissen, und also egal wie stark er zieht, ne, das ist wirklich so, da seht ihr, so, das geht nicht kaputt. Das ist wirklich sehr langlebiges Material, also wenn man daraus was gearbeitet hat, ist es wirklich sehr langlebig. Dadurch, dass es ein Papierfaser ist, das ist atmungsaktiv, und quasi, wie soll man sagen, wenn man halt drunter schwitzt und so weiter, das quasi nimmt den Schweiß auch auf. Es ist ja kein, wie soll man sagen, das ist ja kein Kunst, also kein Plastik,
Garn, sondern das ist wirklich aus so also Naturgarn, was halt auch arbeitet, was halt auch atmet und ist auch wirklich sehr, sehr gut geeignet für zum Beispiel Sonnenhüte. Das ist halt ein Sonnenhut. Und daraus könnt ihr natürlich aber auch ja, sehr gut halt zum Beispiel Taschen häkeln, also auch Strandtaschen und sowas halt. Die halten auch wirklich viel Gewicht aus. Also wenn man das halt verhäkelt hat und das ist dann wirklich richtig stabil. Das kriegt ihr, wie gesagt, nicht gerissen. Das ist wirklich also mega. Der selber halt, der Garn, wo man halt das so macht, das ist wirklich empfindlich. Also das hier zeige ich euch mal. Also wenn ich das halt hier habe, ich kann das wirklich so, zack. Ja, das ist wirklich, sollte man nicht tun. Auf jeden Fall kriegt man abgerissen, aber wenn es verarbeitet ist, kriegt ihr das halt nicht mehr gerissen. Diesen Hut hier habe ich mit Häkelnadel 3,5 gearbeitet, weil ich wollte ja ein bisschen engmaschiger haben, dass das Maschenbild halt schön aussieht und so weiter. Wenn ihr, also zum Beispiel die Empfehlung dafür ist, also gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Der eine hier Wollknoll hat 90 Meter. Das ist auch sehr leicht, ne? Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Das ist auch waschbar. Ihr könnt das halt also per Handwäsche auch waschen. Wenn es nass wird, es zerfällt nicht. Weil diese Geschichte ist extra also so verarbeitet, dass es halt auch nass werden darf. Passiert nichts mit. Und es fühlt sich auch wirklich also angenehm weich an. Falls ihr so gesehen also größeren Umfang häkelt und hier auch dieses hier, ja, wie soll man das nennen? Visier, wie auch immer, diesen Sonnenschutzschatten-Ding halt, ne, hier außen. Wenn einer weiß, wie es heißt, könnt ihr mir sagen. So, ihr bräuchtet halt, also für einen Erwachsenenkopf bräuchtet ihr 3, also 2,5 bis 3 Wollknoll. Kommt darauf an, halt, wie euer Umfang ist von dem Kopf und wie breit ihr halt diesen Bereich haben wollt. Das könnt ihr wirklich selber entscheiden, selber ausrichten, wie viel ihr halt von hier von der Breite dazu häkeln könnt oder möchtet. Ja, das ist wirklich, bleibt jedem selbst überlassen. So. Wie ihr seht, der ist halt so mit bisschen so Ecken gearbeitet, ja. Ich habe es versucht, es rund zu häkeln. Habe ich nicht hingekriegt. Also ich müsste, wie soll ich sagen, ich müsste etwas andere Technik anwenden. Das Problem, ich habe das ja mit hier Kreuzmaschen gehäkelt, das Ganze. Weil ich wusste nicht, wie hoch der Verbrauch ist und alles. Und ich wollte wirklich mit 2 Wollknoll auskommen. Der Hut passt sogar mehr auf den Kopf. Also das geht schon. Ich habe nicht so einen großen Kopf. Deswegen passt er auch bei mir. Aber kleiner hätte er gar nicht mehr sein dürfen. Und das ist mit Kreuzmaschen gehäkelt, also festen Maschen mit Kreuzchen. Und wenn man mit Kreuzchen häkelt, hat man den geringsten Verbrauch. Also das ist engmaschiger und man hat den geringsten Verbrauch. Wenn man mit V-Maschen häkelt, hat man dann höheren Wollverbrauch und dadurch, also das Maschenbild sieht auch ein bisschen anders aus. Und dann hat man auch etwas höheren Wollverbrauch und ja. Dementsprechend habe ich halt so ein bisschen Angst gehabt, dass ich halt mit 2 Wollknollen nicht auskomme. Deswegen habe ich auch wirklich so engmaschig gehäkelt, wie es nur ging, damit ich auch wirklich das Maximum halt aus 2 Wollknollen raushole. Deswegen habe ich das halt so gearbeitet. Okay, aber die Empfehlung dafür ist, also wenn man so schaut, also da sind halt auch die Empfehlungsgeschichten dafür. Ihr könnt also mit hier 5 mm Häkelnadel häkeln oder mit 5,5 auch. Aber da habt ihr halt auch recht große Löcher, wenn ihr halt mit so großer Häkelnadel arbeitet. Es kommt so ein bisschen darauf an, was will ich daraus häkeln, welches, ja, sag mal so, welches Projekt ich habe. Wenn man Hüte häkelt, sollte man kleiner gehen. Wie gesagt, das ist 3,5. Zum Beispiel aber, wenn man so eine ja, lockere Netztasche häkeln möchte, ja, also geht daraus ja auch sehr gut, dann kann man auch mit 5er Häkelnadel arbeiten oder auch mit 5,5. So, das Blümchen hier ist auch gehäkelt. Das werde ich auch zeigen, wie es geht. Das ist an sich eigentlich ziemlich einfach und schnell und das ist halt dran genäht. Okay, so.
Zu dem Hut habe ich jetzt was erzählt, zu dem neuen Garn auch ein bisschen. Ach ja, und diesen Garn hier, wenn einer halt Interesse hat, das bekommt ihr in dem Shop von Sophie. Den Link hinterlasse ich, also unter jedem von meinen Videos ist der Link zu dem Shop, also in der Infobox vorhanden. Da könnt ihr halt in dem Shop euch halt diesen Garn hier anschauen. So, dann weiter geht's. So, nächste Geschichte. Ich habe ja euch den Dreieckstuch hier gezeigt, also das Muster in dem also Video, also schon vor ein paar Wochen, dass ich das halt machen werde und so weiter. So weit bin ich jetzt gekommen. Für diejenigen, die es vielleicht verpasst haben oder nicht wissen halt, woraus ich das hier gehäkelt habe, ich habe das hier in dem Video gezeigt, dass ich vorhatte, diesen Garn hier zu nehmen. Ich habe davon halt 3 Wollknäuel bestellt. Ja, ich habe jetzt halt angefangen, das Stückchen halt hier gehäkelt und ja, ich glaube, die Hälfte habe ich weg oder weniger als die Hälfte. Ich glaube, weniger als die Hälfte, weil hier ist noch ein bisschen, also gut was da. Und es lässt sich wirklich sehr, sehr gut häkeln mit, wenn ich mich nicht irre, mit Nadelstärke 3 habe ich gestartet. bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich glaube mit 3er Häkelnadel, weil das muss ja so ein bisschen fluffig sein. Wenn man zu kleine Häkelnadel für solche Geschichten nimmt, wird es halt zu steif, zu fest und dann ist es halt nicht schön fallend. Aber das Stückchen habe ich schon geschafft. Klar, Videoaufnahmen habe ich auch schon gestartet damit, ja von quasi, wie das Muster aufgebaut ist und so weiter. Und jetzt häkle ich halt wirklich Reihe für Reihe. Wenn ich mal Zeit habe, häkle ich immer ein paar Reihen. Das Tuch wächst. Wer sowas halt schon mal gehäkelt hat, also ganz Feingarn, weiß, dass es wirklich sehr, sehr langatmige Geschichte, bis es fertig wird. Und wenn ich es halt fertig habe, werde ich dann euch auch zeigen in dem Video, wenn es halt soweit ist, wenn ich meine 3 Wollknäuel verarbeitet habe für den Tuch, wie man halt hier oben halt den Abschluss macht, damit es halt auch schöne abgeschlossene Kante da ist. Und dann werde ich halt das Video dafür rausstellen. Wie gesagt, fürs Grundmuster, das Video ist schon gesehen schon fertig. Und jetzt musste ich das Ganze nur noch halt zu Ende häkeln. Und ja, ich habe jetzt halt nie so mega viel Zeit für gehabt, dass ich das daran halt weiterarbeiten konnte. Aber es wächst, wie ihr seht. Ne? Also ich habe schon ein gutes Stückchen geschafft. Und ja, so, das ist hier Himalaya Confetti. Das hat 82% so hier Baumwolle und 11% Glitzergarn und 7% Polo mit drin. Ja? Das fühlt sich recht nett an. Und das ist auch so schwerfallend. Also das ist wirklich, das zieht richtig schön nach unten. Sieht man auch. Und dadurch halt ist der Fall auch eigentlich sehr, sehr hübsch. Ja. So. Fühlt sich auch nicht schlecht an. So. Ich bin schon wirklich, freue mich schon, wenn das hier fertig ist und ich das halt auch dann schon mal tragen darf und kann. Ich hoffe, dass ich das zum Herbst fertig habe. Na gut, eigentlich möchte ich das ja auch eher fertig haben. War auch eher geplant, aber es sind einfach so viele Geschichten halt dazugekommen, die ich noch zu erledigen habe und deswegen ist mit dem Tuch halt, dauert es ein bisschen. Aber wie ihr seht, ich habe schon gestartet. So, einmal kurz zur Seite, vorsichtig. Okay. So, und dann habe ich jetzt in den letzten paar Wochen noch was gemacht. Ich zeige euch mal. Ich habe hier ein Pferdchen gehäkelt mit kurzer Mähne, so schaut er aus. Einige von euch haben das schon auf Instagram gesehen, halt das Pferdchen. Dieses Pferdchen ist hier nach der Anleitung von dem Pegasus gehäkelt, ja? Also das ist die gleiche Anleitung, nur halt eben ohne Flügel und kurze Mähne. Ansonsten ist alles gleich, ja. Und halt die Äuglein sind hier aber gewölbte Augen 18 mm. Weil in dem Video mit dem Pegasus nehme ich so flache 20er und bei diesem hier ist halt eben 18 mm gewölbt bei dem Pferdchen. Sollte auch so sein. Es ist halt ja, auf Wunsch gehäkelt, deswegen ja, wie gesagt, so kurze Strähnen und so weiter. Ein bisschen gedrehte. Die Strähnen sind genauso erarbeitet halt wie bei dem Pegasus, nur in kurz. So wollte ich euch ja zeigen, falls jemand halt einfach nur ein Pferdchen häkeln möchte. Es geht wirklich wunderbar mit der hier mit dem Video von dem Pegasus, kann man wirklich sich so ein Pferdchen auch
zurecht häkeln, wenn man will. So, nur so als Beispiel, hier ist halt ein Eselchen, ne? Die haben so ungefähr die gleiche Größe. So, das habe ich gehäkelt und habe ich noch zwei Eselchen gehäkelt. So, da sind die beiden. Falls jemand die noch nicht kennt, also woran ich sehr zweifle, weil das ist eins der ja, beliebtesten Projekten von euch, also von mir. Aber vielleicht ist jemand halt Neues dabei und kennt halt die Eselchen noch nicht. Ich habe jetzt halt auch ja, die beiden hier zu Ende gehäkelt und alle drei werden halt die Woche abgeholt. Ja, dann kommen die alle halt in ihr neues Zuhause, die drei. So, wie ihr seht, ich war sehr fleißig gewesen. So, und nun zeige ich euch mal noch was Nettes. Wie ihr seht hier, ne, hat man schon ein bisschen was sehen. Ich zeige mal erstmal so. Ich habe jetzt für den Shop von Sophie eine neue schriftliche Anleitung erarbeitet. Gehäkelter Panda und der Panda heißt halt Sophie. Ja, hat aber nichts mit dem Shop zu tun, sondern es gibt eine ganz süße Geschichte dazu. Ich habe mich mit Karin unterhalten. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und dann fragte sie, was ich so halt mache und so. Und dann habe ich geschrieben, dass ich an einer an also Anleitung für, also arbeite. Und ich habe es ja so formuliert, dass ich halt an der Anleitung für Sophie arbeite. Und sie hat es so, ja, aufgenommen, dass halt dieser Panda halt Sophie heißt. Und war halt so ein Wortspiel gewesen und das war ganz lustig, haben wir auch gelacht ein bisschen und dann habe ich gedacht, so, ja, wenn schon Namensgebung so entstanden ist und da ist, wird dieser süße Panda hier Sophie heißen. Ich muss dazu sagen, mit Namensgebungen habe ich nicht so. Bei meinen Kuscheltieren, das wisst ihr, also da habe ich dann nicht irgendwie, dass irgendeiner irgendwie heißt, das ist selten. Aber für so schriftliche Formen finde ich halt ganz nett, wenn man dann halt eben irgendeinen Namen gibt. Und ich fand das halt sehr, sehr passend. Und deswegen heißt dieser Panda jetzt Sophie. Dank, Karin. So, das ist schon so eins von zugeschickten Geschichten. Das ist halt schon fertig geschrieben, das Ganze. Und auch schon fertig getestet. Und das ist, ja, ich habe mir jetzt halt von meinen Testern halt eben Ausdrücke gemacht und das ist schon so eine korrigierte Geschichte. Das habe ich zugesandt bekommen, habe ich auch ausgedruckt. Ich habe von den anderen Testern auch solche Geschichten ausgedruckte und da werde ich mich jetzt halt demnächst an den Rechner setzen und Korrektur schreiben, wo ich halt was, sagen wir so, verbockt habe, mich vertippt habe und so weiter. Ich werde das Ganze halt dann korrigieren. Es ist ein riesen, riesen Dankeschön an euch. Ja, wieder mal habt ihr eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, halt für mich zu testen. Und natürlich auch dieses, ne, Korrekturschreiben ist für mich halt das Wichtigste, weil damit die ganzen Tippfehler und so weiter alle dann da raus sind und damit der Entwurf auch wirklich dann, ja, so, sagen wir so, möglichst hundertprozentig halt dann auch weitergeht und weitergegeben wird. So, auf jeden Fall gibt es demnächst halt diesen Entwurf für diesen süßen Panda. So, ich zeige euch den mal. So schaut er aus. Hat so eine süße kleine Unterlippe, die wird halt dran genäht. Wir haben hier auch so ganz tolle Flächen bei den Augen. So. Diese Flächen sind so ausgearbeitet, also im Laufe vom Häkeln, also wenn man dann halt häkelt und so weiter. Also Beinchen werden reingehäkelt, Arme werden reingehäkelt, also aus dem Körper wird der Kopf herausgehäkelt. Und im Laufe der Arbeit werden halt die Öffnungen bei dem Kopf für die Augen vorbereitet. Das heißt, wenn man das halt fertig häkelt, ich gucke mal gerade kurz ein bisschen, Moment, zeige ich euch. Habe ja auch da Bilder für, also das ist auch sehr wieder, also mit Bildern und allem. So schaut es halt aus.
So, da werden halt so die Öffnungen für die Augen vorbereitet und dann werden quasi die Verschlusskappen von den Augen in diesen Öffnungen also versenkt. Und dann habt ihr wirklich genaue Position für die Augen, könnt halt in Ruhe diese Flächen hier dran nähen, einmal ausrichten und dran nähen. Ist eigentlich recht einfach und wenn man sich wirklich dran hält und mit der Markierung arbeitet, kriegt man die wirklich wunderbar, also symmetrisch ja, ausgerichtet und reingenäht. Zum Beispiel dieser Bereich hier von den Augen und Mund und so weiter, also damit dieser süße Gesichtsausdruck halt auch zur Geltung kommt, das wird halt zusammengezogen. Das ist in der Anleitung auch Schritt für Schritt beschrieben. Also wie man das halt das ganze Jahr bestickt, also zusammenzieht und alles. Das ist wirklich so, jeder Schritt ist ganz genau beschrieben, damit man dann also auch richtig schön halt das Ganze zusammenziehen kann. Ja? Wie ihr seht, ich habe da wirklich auch wieder mir sehr viele Gedanken gemacht, auch sehr viel Zeit investiert in das Ganze. Und ja, und die süße Sophie hier für euch ausgearbeitet. So, die Ohren sind natürlich dran genäht und das Schwänzchen hier ist auch dran genäht. So schaut es halt aus, so ein bisschen, ne? Zeigt ein bisschen nach oben. Es ist extra so gehäkelt, dass es so ist, dass hier halt so ein bisschen Luft zwischen ist. Und die hat so ein ganz kleines Bäuchlein. So sieht die Süße aus. Die ist etwas über 40 cm und er arbeitet wieder ja mit hier Häkelnadel Nummer 4. Von dem Weißen braucht man ungefähr ein Wollknäuel. Also ich habe wirklich weniger als ein Wollknäuel verwendet, also gebraucht halt vom Weiß, vom Schwarz. Man kann mit einem auskommen, wenn man eng genug häkelt, aber eigentlich sollte man wirklich noch etwas Reserve haben. Besonders wenn man etwas großmaschiger häkelt, sollte man wirklich mit, also so ungefähr um die 1,5 mitrechnen. Wie gesagt, es wird es halt nur in schriftlicher Form geben und demnächst halt bei Sophie, wenn ich Korrektur geschrieben habe. So. So, und das waren halt so ein bisschen die Sachen, die ich euch zeigen wollte, womit ich mich halt in der letzten Zeit beschäftigt habe und was ich so gemacht habe und was ich noch vorhabe, ne? Also ich muss wirklich noch den hier Korrektur ja, schreiben, sag ich mal. Und dann könnt ihr den Süßen halt auch nachhäkeln. Unter welchen Bedingungen ihr halt die Anleitung bei Sophie bekommt, das ja, kommt noch. Die stehen noch nicht fest. Und wenn die halt feststehen, werde ich euch Bescheid sagen, also wie ihr an diese schriftliche Anleitung drankommt. So, dann hoffe ich, dass ihr euch halt auf die nächsten Projekte mit mir freut. Also was wir halt als nächstes häkeln, gucke ich mal. Ich habe wirklich überlegt, ob ich als nächstes halt den Hut erstmal häkle, weil mit dem Garn lässt sich wirklich wunderbar arbeiten und mal schauen, was ich so mache, weil diese Woche habe ich halt noch einiges vor, einiges zu tun und kann sein, dass ich vielleicht halt das Video mit dem Hut noch in der Zeit halt schaffe. Und weil irgendwie mit etwas Größerem halt mit dem neuen Kuscheltier anzufangen oder sowas halt, also mit dem Tuch, da muss ich auch noch wirklich dran, lange dran sitzen. Und diese Woche habe ich ja nur heute Zeit für Aufnahmen. Und ja, wir haben ja diese Woche ja noch Feiertag, Donnerstag und mein Mann hat ja dann Freitag auch Brückentag und so weiter. Und dann ist wieder so ein bisschen Familienzeit, ne? Ist halt mehrere Tage hintereinander frei und das ist natürlich schön. Natürlich Samstag muss ich arbeiten wie immer, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir dann halt Donnerstag und Freitag für uns und ja, wie gesagt, Samstag bis Mittag arbeiten. Und dann noch den Sonntag. Und das ist so richtig schön, wenn man halt so am Stück halt mehrere Tage zusammen verbringt. Ne? Familie ist halt wichtig. So, weil so gewisse Sachen, also wenn ich Zeit habe, mache ich halt Videoaufnahmen und alles. Und ansonsten, wenn meine Familie da ist, ja, versuche ich auch natürlich die Zeit mit meiner Familie zu verbringen und nicht mit irgendwie häkeln und alles. Ne? Das sollte man auch so tun. Das ist auch wichtig. Ne? Okay, so. Dann hoffe ich, dass ihr euch auf die kommenden Sachen halt freut und mal schauen halt, was ihr zu der süßen Sophie sagt. Und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video. Viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal.